Als ob. Hallo? So entstehen Gerüchte. Einen schönen guten Tag euch allen. Ich hoffe, es geht euch gut. Rasieren konnte ich mich heute irgendwie nicht. Habe ich nicht geschafft. Ach so, ja. Bohnen an. Warte. Zack. Ja, hallo. Einen schönen guten Tag zusammen. Hallo Trailjumper, hallo Silenx, hallo Henrik. Hallo, Tanisbot. Kann ich noch mein Eis aufessen? Oder muss ich die Bohne jetzt dazu zwischendurch essen? Danke fürs Einlösen. Bohne ins Eis. Ja, Softeis. Es gibt Softeis. Vom Spedi. So. Hoffentlich Gammelei. Naja, mal gucken. Hallo Sühne, grüß dich. Mach bloß die Facecam aus. Du siehst ja aus wie der letzte Assi. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich habe einen Kanal für dich gefunden übrigens. Einen Kanal, wo du dich von einem Bot anpöbeln lassen kannst die ganze Zeit. Hast du den auch schon? Oh nein. Hast du ihn auch schon gefunden? Rotten Egg? Lecker. Rotten Egg zum Eis. Oh nee, kann ich das zurücklegen und ein anderes ziehen? Darf ich das zurücklegen, bitte? Sie hätten das Eis vor dem Stream aufessen sollen, ich glaube auch. Hallo Scheiger, grüß dich. Und nicht ausspucken wie ein gewisser Potsdamer. Nein, mache ich natürlich nicht. Ich esse das jetzt. Ja? Boah, es ist eklig. Und dann noch mit dem Schoko-Vanille-Eisgeschmack im Mund. Köstlich. Hallo Johnny. Habe ich Johnny auch begrüßt? Ich hoffe. Irgendwie ist der Bot noch nicht an. Kann das sein? Ja, habe ich auch nicht geschafft. Wartet mal. Boah,
ey, Rotteneck ist echt richtig räudig. Richtig eklig. So. Boah, ey, wie so ein Pelz auf der Zunge. Es ist Wochenende. Ist es nicht schön? Wollte eigentlich um 14 Uhr Rechner ausmachen, Arbeitsrechner, aber irgendwie ging der Termin, wie gesagt, dann doch noch ein bisschen länger. Und dann musste ich ganz schnell runter und wieder hoch und dann mich abmelden und hier alles anmachen und dann war keine Zeit für Bot oder für Timer. Wochenende, why, kenne ich nicht. Das ist so, wenn nicht Montag bis Freitag ist. Oder Montag vor, Freitagvormittag. Freitagnachmittag ist schon mehr Wochenende als Woche. Quote. Danke für den Speer. Den mag ich sehr. Silings Wochenende ist das, was du jeden Tag hast. Haare. Habe ich mir in die Haare gefasst? Kann ich mir gar nicht vorstellen. So. Roulette. Na, ein Glück. Hat es nicht geklappt. Ein Glück. So, wir spielen heute mal außer der Reihe Hogwarts. Sonst spiele ich das immer Sonntag. Aber da ich nur noch eine Handvoll Hauptquests habe, werde ich versuchen, heute und auch morgen, morgen spielen wir das auch nochmal, das Spiel zu beenden. 30 Streams, über 100 Stunden. Irgendwann muss man das auch mal beenden, finde ich. Ist wie so ein Kaugummi. Wenn du den ewig kaust, schmeckt er auch irgendwann nicht mehr. Wie am Anfang. Kommt danach wieder so ein 500-Stunden-Spiel? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es wäre sehr klug, einfach mal danach Jedi Survivor zu Ende zu spielen. Da bin ich auch schon relativ weit. Habe ich mir ehrlich gesagt gewundert, dass ich in der Hauptstory schon so weit bin. Die ganzen Nebenaufträge mache ich da ja irgendwie nicht. Aber ich glaube, das nächste Spiel, was eine Story hat, kommt erst, wenn sowohl Hogwarts als auch Jedi erledigt sind. Ja, und dann mal gucken, was wir dann spielen. Ich weiß es noch nicht. Dave the Diver müssen wir auch weiterspielen, aber das ist ja eher für unter die Woche. Unter die Woche. Thema Woche. Wie war eure Woche? Hattet ihr eine angenehme Woche im Juli? Die erste Woche im Juli. War gut? Ich glaube, Sünes war wunderbar. Meine war auch ganz gut. Urlaub. Richtig gut. Eine Urlaubswoche. Wie schön. Eine Urlaubswoche. Bin ich fast ein bisschen neidisch. Oh, hier kriege ich den Avada Kedavra Zauber. Oder habt ihr Optionen da drauf? Die möchte ich aber eigentlich gar nicht haben. Ich bin ein guter Zauberschüler und kein verbotene Flüchebenutzer. Aber der Urlaub ist jetzt vorbei. Hattest du die Woche jetzt nur oder hattest du länger? Sag mal, wieso bin ich jetzt bei uns im... Hä? Und Schnellreisen muss man auch können, ne? Also, wenn man so wie ich ist, kriegt man das vielleicht nicht so hin. Letzte und diese Woche. Ah, zwei Wochen, sehr schön.
Sehr schön. Avada Pensia, was? Nein. Ich hoffe, du hast deine Woche gut verbracht oder die beiden Wochen gut verbracht. Hat man mit ihr nicht schon Some gesprochen? days are more difficult than others. Lassie, is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind. And I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss Matibeleland. He should still be here. And it's my fault that he isn't. Es ist nicht deine Schuld. It's not your fault, Natty. There's nothing you could have done to prevent it. That is what my mother says. But he died protecting me. And I cannot help but feel guilty over that. I find myself reliving the moment more often than I would like. I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Each day they remain free, they do more damage, leaving people like Archipico to suffer the consequences. I agree, Natty. We'll get them. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get them. Beginning with Harlow. Thank Love you for Parade speaking with me. Findet trotzdem statt. Doch, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie soll das denn sein, wenn die kein Sanitätskonzept da haben? Naja, wird trotzdem aufgelöst, wenn die da ohne Sanitäter aufkreuzen. Naja, also die Spendenaktion hat ja anscheinend nicht ausgereicht, ne? Die sind ja nicht über die 20.000, glaube ich, gekommen, aber die können doch jetzt nicht einfach sagen, wir machen die Parade trotzdem. Wenn die Polizei sagt, dürft ihr nicht. Ich rufe die Bullen, obwohl die haben dann keine Zeit. Die haben dann keine Zeit, mich zu unterstützen, weil sie sich ja um euch kümmern müssen. Privater Sanitäter. Rave the Planet will jetzt auf jeden Fall durch den Tiergarten ziehen. Dreieinhalbtausend Leute, na mal gucken. Keine Einigung mit ehrenamtlichen tätigen Sanitätsdiensten. Spenden reichen aktuell nicht. 20.000. Ja. Also, ich weiß ja nicht. Mal gucken. Mal gucken, ob das gut geht. Ich bin gespannt. Momentan, das muss den Lärm ertragen. Also, ich kann schon verstehen, dass sie jetzt vielleicht das nicht alles abblasen wollen und da ja auch viele andere Verpflichtungen mit dranhängen. Aber ich hoffe nicht, dass sie einfach sagen, ja, wir machen das jetzt so. Wir sorgen schon für den Sanitätsdienst und dann ist da keiner. Oder sind nicht ausreichend Sanitäter da. Das wäre echt ziemlich assi. Der erste Gedanke, den ich übrigens hatte, als es hieß, hier, die haben abgesagt. Der erste Gedanke, den ich hatte, war, naja, die haben genug zu tun. Und wahrscheinlich auch nicht gerade das willigste Personal oder das, wie soll ich sagen, nicht genug Personal für die Themen, die sie eh auf dem Tisch haben und sich dann jetzt noch für so eine Tanzveranstaltung da irgendwie hinzustellen einen halben Tag. Keine Ahnung. Ey, Heike, grüß dich. Einen schönen guten Tag. Wir werden dir auch ein Bierchen hochwerfen durchs Fenster. Lasst mich das Fenster, wenn es geht, vorher öffnen, damit die Scheibe nicht kaputt geht. Der erste Gedanke war, juhu. Schon mal die Eppendorf-Gefäße vorbereitet. Was? Nee, aber ich bin der Meinung, das ist klar, es ist wichtig zu feiern und dieses Kulturgut, ist es ein Kulturgut?
Kulturgut? Ich würde schon sagen, fast ja. Zu erhalten, aber wenn ich so jetzt zum Beispiel an den Hüdel denke, was der mir immer erzählt, was im Krankenhaus, im Pflegedienst gerade los ist, dann kann ich mir vorstellen, dass die dann sagen, naja, da haben wir leider nicht die Kapazitäten, aber auf der anderen Seite hieß es ja irgendwie, dass die gemeinschaftlich abgesagt haben, dass das so ein bisschen wie abgesprochen wirkte, ne? Dass die Sanitätsdienste gesagt haben, nö, wollen wir nicht. Du kennst aber auch nicht den Hintergrund, woran lag es denn dann? Warum wollten die das nicht? Und es gab ja anscheinend keinen Vertrag. Und dann hieß es aber wieder, die letzten Jahre hat es ja auch ohne Vertrag funktioniert. Tanis stellt sich auf den Balkon mit dem Gartenschlauch und vertreibt die Leute aus dem Vorgarten. Naja, die werden sich freuen, es wird ja jetzt wieder wärmer und da ist man doch über so ein bisschen Abkühlung, glaube ich, ganz dankbar. Naja, irgendwie wird es abgeschafft. Irgendwann wird es abgeschafft. Da gehen ja fast nur noch alte Menschen hin. Stimmt, die sterben ja dann weg. Die wachsen ja nicht nach, diese Räver oder wie die heißen. Es wird sonnig, genau. Ja. Also wie gesagt, bei so einer Größenordnung sich auf eine Gewohnheit zu verlassen, ja, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll war. Kann man machen, aber im Zweifelsfall fällt es einem dann auf die Füße. Und dann kann halt auch das Gegenüber sagen, ich habe keinen Vertrag mit dir und nö, wir kommen nicht. Auch wenn man das vielleicht auch schon 2-3 Wochen vorher hätte sagen können, ne? Das muss ja nicht unbedingt eine Woche vorher passieren. Wie fies ihr seid. Wieso denn jetzt fies? Realistisch würde ich eher sagen. Was ist denn hier los? Mal zum Bild. Oh, cool. Simply pretended that someone had used it. Anne wird noch mit 70 dahin gehen. Meinst du, der dance noch mit 70 da ab, wie so ein zappelt da so durch die Gegend? Dann lädt man den Wasserschlauch halt mit Stinkewasser. I wonder if I'm safe to explore in there. Stinkewasser. Ich könnte ganz viele Rotten Egg Bohnen auflösen, sozusagen, in Wasser und die dann versprühen. Dance, dance. Sebi könnte auch mal ein wenig raven, statt seine Nachbarn immer nur mit Helene Fischer zu belästigen. You made it. Ja, vielleicht hast du recht. I take it this means you had some luck at the library. It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive, especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Warum meidet man diese Höhle? Did you discover why people avoid this cave? Ridiculous, really. Rumor was that the cave drove people mad. I couldn't find any account by someone who had been in the cave, though. So either it is a rumor, or anyone who went in wasn't in any state to speak of it afterwards. Oh, oh. Schauen wir uns in dieser Höhle um. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. In I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. In der Cave gibt's einige viele Spoilers. Ja, die Spoilers wohnen immer in irgendwelchen Höhlen, oder? Und ekeln einen dann so an. Ah.
you don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Da sind sie schon, ja. Confringo. Wo lang? Es gibt so viele Gänge. Oh. The light is turning on. Phoebus. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Phoebus song is said to drive anyone who hears it mad. Mad. Ich bin schon mad. Da kann nichts mehr passieren. Nase juckt. Dickdamm. Warum ist die Musik so bedrohlich? Ravioli. Das ist aber eine schöne Vase. Tschüss, Hühne. Das heißt, Enno, ihr werdet dann morgen nach Berlin zur Rave the Planet fahren. Und guckt euch das da mal an. Oh, schon wieder eine Vase kaputt gemacht. Ja, ich bin echt mal über die Berichterstattung gespannt. Vor allen Dingen, was das bedeuten würde, wenn sie es absagen. Dann würden die ganz viele ihre Hotelzimmer stornieren, Anreisen stornieren. Was das an wirtschaftlichen Einbußen bedeutet. Die ganzen Clubs, die abends irgendwelche Partys veranstalten. Da muss ja der Jermaine morgen bestimmt arbeiten. Hier kommen doch gleich wieder Spinnen, oder? Ach hier. Hier, es ist so eklig. Es ist so eklig. If the Moonstone is here and so open, I wonder if it's being protected. Ach wo. Der Moonstone ist nicht protected. Der liegt da einfach rum. Wir nehmen den mit und gehen.
Die ganze Kohle der Clubtouristen in Berlins Kassen spülen, interessiert die Regierung doch nicht. Machen lieber alle Clubs für eine Autobahn platt. Ach wo, so ist das gar nicht. Ach wo. Why am I not surprised? First the Foopers and now this. Revelio. We need to find moths for those spinners. Accio. Warte mal. Das ist wie die Goldstatue bei Indiana Jones. Nehmen Sie den Mondstein weg, werden Sie von einer riesigen Steinkugel verfolgt. Okay, deswegen ist hier sozusagen der Dings. Das ist ja unschön. Wo ist denn hier noch eine Motte? Lumos. Lumos. Da oben ist noch eine Kiste. Hier hinten brauche ich auch eine Motte. Die muss ich hier reinkleben, aber wo kriege ich denn die Motte her? Moff. Lumos. Bestimmt geht das mit der Moff nach oben da vorne, wenn man das, wenn man wüsste, wo die Moff ist. Dann kommt man da an die Kiste ran. Rebellion. Aber ohne Moffe komme ich nicht ran. Confringo. Muff. Muff, Muff. Ich weiß, wo die Moff ist. Ist die Moff für mich jetzt schon erreichbar? Oder ist die Muff versteckt? Ja. Okay. Hier geht's ja wieder raus, oder? Ha. Hier geht's nach draußen. Wir wollen doch nicht zurück, nein. Wo ist die Muff? Kann man die sehen? Weil das Problem ist, wenn ich hier drüber steige, kann ich ja den Lumos nicht aktiv halten. Und damit fliegt die Muffe wieder zurück. Was? Lumos. Revelio. Man müsste doch eigentlich mit Revelio finden, die Motte. Sie versteckt sich hinter Efeu. She is hiding. Gehen Sie noch mal zurück in den Raum mit der Kiste. Revelio. Confringo.
Thank you for your help. This is... Lumos. This is very nice of you, Henrik. Nase juckt. Krieg ich heute noch eine Trophäe oder was? Bombarda. Depulsor. Thank you for your help. Vielen lieben Dank. Sehr gut. Ja, richtig schlau. Also du, nicht ich. Die kann man, konnte man echt leicht übersehen, hat man ja an mir gesehen. Heute ist der Weltschokoladentag übrigens. Die Musik voll gut nachmachen. Ich glaube, Silings Ohren bluten schon. Nicht nur seine. Rebellion. Bei der Hitze ist mir eher nach salzhaltigen. Echt? Okay. Ich esse gerne Eis bei solchen Temperaturen. Und zur Feier des Tages haben sie bestimmt die durchschnittliche Jahresmenge an Schokolade an einem Tag verdrückt. Was? An einem Tag in einer Stunde? In einer Stunde natürlich. Schoko schmeckt nur im Winter. Schokolade schmeckt nur im Winter. Revelio. Dreieck und Kreis. The runes on the walls have something to do with finding the moths. Yes, yes. Lumos. Abgesehen von Schokoladeneis, ja. Lumos. So sieht's nämlich aus, Heike. So. Depulsor. Ja,
Sehr gut. Help! Nein, schon wieder. Hat nicht geklappt. Ein Glück. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Ja, wir können doch einfach hier eine Motte mitnehmen, oder? Entschuldigung. Lumos. Lumos. Ja, da kommen bestimmt wieder Spinnen raus. Ah. Aha, aha. Mottenwiederverwertung nennt Lumos. Sich das. Was wir jetzt tun. Da ist so ein Strudel, da kann man bestimmt rein und durchschwimmen oder sowas. Mottenrecycling. Hm. Aha, aha. Merlin, it's beautiful. Ist die Frage, kommt man da wieder raus? Sieht nicht danach aus. Aber das sieht einladend aus. Lumos. Nein, ich muss eine Bohne essen. Wie lieb von dir, Herr Scheigel. Hoffentlich ist es nicht schon wieder eine ranzige Eibohne. Herr B., ich fahre Ihre Mutti besuchen. Nächste Woche arbeite ich an der Ostsee. Ist das schon wieder Rotten Egg? Ihr wollt mich doch verarschen. Bitte lass es Zitrone sein. Oder? Das sieht schon wieder aus wie Rotten Egg. Wo auf... Fährst du nach Rügen oder nur an die Ostsee ran? Zitrone. Ja. Zum Glück nicht Rotten Egg. Ich hätte geschrien vor Freude. Schrei vor Glück. Glück gehabt. Danke für das Einlösen der Bohne. Ich bin auch auf Rügen. Aber erst in 2 Wochen. Erst in 2 Wochen. Es geht gar nicht runter. Das ist eigentlich gut. Lumos. Mal schauen, wann er es merkt. You did it. Danke für den Hinweis. Ich habe wirklich ein bisschen gebraucht. Revelio.
Ey, Vipera? Hallo? Na? Confringo! Geht's dir gut? Alles soweit in Ordnung. Asi, hallo? Party Parrot. Was? Ist das Abo abgelaufen wahrscheinlich? Glacius! Defender! Confringo! Expelliarmus! Hilfe, ich bin ins Wasser gefallen. Hilfe! Help! Ich kann... Oh, ich kann im Wasser nicht zaubern. Ja, da muss man dran denken. Warum denn den? Nimm doch erstmal den Frosch vor dir. Du bist heute derbe geladen. Geladen ist nicht positiv, ne? Das ist eher so negativ. Dass man nicht gut drauf ist. Das ist nicht gut. Dann hoffe ich, dass die Ladung sich irgendwann wieder, wie soll ich sagen, reduziert. Völlig auflöst. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Revelio. Dave's the Diver, nur schlanker. Was? Wie bitte? Die Ladung muss raus. Ja, es war vielleicht nicht richtig gut beschrieben, stimmt. Es war vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert. Es tut mir leid. Ich schäme mich. Schließen Sie sich an einen Heizkörper an. Für gewöhnlich sind Heizkörper in Haushalten geerdet. Ah. Okay. Okay, okay. Mhm. Wo sind wir denn jetzt hier? Der Drache galt nicht dem, was du gesagt hast. Okay. Revelio. Okay, okay. Ja, Vipera. Ich hoffe, wie gesagt, es geht dir dann irgendwann wieder weniger gestresst, geärgert. Und ich freue mich natürlich von dir zu lesen. Innerhalb eines Jahres verreckt mir wohl gerade der zweite TV und ich kann mir keinen neuen leisten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Akio. Das ist doch kacke. Waren wir hier schon? Anscheinend schon.
Ja, hier waren wir schon mal. Ist ja witzig, wo man dann wieder rauskommt. Keine Garantie. Vielleicht war der gebraucht, weiß ich nicht. Schaltet sich einfach von selbst wieder ab. Och Mensch. Bombarder. Wo kommen die denn jetzt her? Oh, von hinten, du Assi! Sie klärt einfach. Sehr gut. Hat man da unten alles gesammelt? Bin mir halt nicht sicher. Ne? Glaube schon. Gebraucht von Nachbarn geschenkt bekommen. Herr B., möchten Sie einen Tipp gegen Sumpfkratler? Flippendo wahrscheinlich, oder? Ja, aber gib her, hau raus den Tipp. Hau raus. Hau raus. Oh, die Mutter hat WhatsApp geschrieben. Was schreibt sie denn? Ach Mensch, Pipera. Wenn man den roten Angriff ausweicht, sind die Sumpfkratler kurzzeitig gegen alle Bewegungsangriffe verwundbar. Accio de pulso. Dabei fallen sie auf den Rücken und der Bauch ist sehr verwundbar. Also wenn die eine rote Attacke machen, man wegrollt, dann kann man hinterher einen Bewegungszauber machen, damit man die umdreht und dann kann man den richtig schönen Schaden einbläuen. Okay. Was wiegt denn der? Ich guck gerade mal, was der Fernseher wiegt, der bei mir noch im Flur steht, wie Pira. Gewicht in Kilo. 14 Kilo wiegt der. Bist du da, Vipera? Bist du ansprechbar? Der hier. Der steht bei mir seit über einem Jahr im Flur, weil ich mir einen neuen geholt habe. Wenn du das Porto für den Versand bezahlen würdest, das wäre aber ein Paket für 20 Euro und dann noch die Abholung, kommen vielleicht auch nochmal 3-4 Euro drauf. Dann kann ich den gerne an dich schicken. Weil, wie gesagt, der steht ja schon eine ganze Weile. Und ich habe schon oft überlegt, den einfach an einen Elektrohändler zu geben oder an irgendwie so ein Sozialkaufhaus. Oder einfach hier in einem Club um die Ecke. Ich habe keine Ahnung. Sebi will wieder seinen Sperrmüll unter die Leute bringen. Der funktioniert noch wunderbar. Den habe ich halt, kann ich gleich sagen,
Den habe ich 2017 gekauft und von 2017, 18, 19, 20, 21, also 17, 18, 19, 20, 5 Jahre habe ich den benutzt. HDMI oder SCART-Anschluss, musst du mal auf der Website gucken. Also der hat auch HDMI-Eingänge, einen, USB hat er einen, Energieeffizienzklasse A++ ist natürlich gut, aber ein SCART-Anschluss wüsste ich gar nicht. Brauchen sie was für einen Fernseher heutzutage noch? Tarnes wundersames Warentauschhaus für alle Gelegenheiten hier, genau. Also wie gesagt, das ist ein HDMI, da kommt eine Antenne rein, wenn du noch einen Antennenanschluss hast oder sowas. Und der hat 49 Zoll. Ist auch im Originalkarton noch, ich habe das dann irgendwann alles wieder da reingepackt. Im Grunde müsste nur einen Versandaufkleber drauf und eine Abholung. Also ich habe kein Auto, ich kann den nicht zum DHL-Shop bringen, sondern man müsste sozusagen einen Abholtermin vereinbaren mit DHL und dann nehmen die den ja mit dem LKW sozusagen direkt mit. Verpackung. Ich glaube, mit DHL Standardversand wird das nichts. Echt nicht? Ne, stimmt, das sind 21 mal 60 mal 60. Was ist denn hier schon wieder los bei den Nachbarn? Das ist schon wieder ein richtig lautes Krakele. Was ist denn das? Das ist dann Sperrgut, oder? Da kommt so eine tolle Antenne wie mit der alten Röhre drauf. Vipera, wir müssen mal gucken, also wie wir das verschickt kriegen, weil wir wohnen ja auch nicht in derselben Stadt. Boah, ich mach mal Fenster zu, geht mir gerade richtig auf den Sack. Wie kriege ich denn eine 1,20 Verpackung versendet? Wie geht das? Gambler. Alles geht nicht. Tarnes geht mit dem Fernseher unterm Arm schön S-Bahn fahren. Nein. DHL Sperrgutversand. Wie ein Assi, ja genau. Ich hatte bis letzten September noch einen Röhrenfernseher. Oha, krass. Überschreitung der Pakethöchstmaße von mindestens einer Dimension. Als Sperrgut gelten Sendungen, für die ein oder mehrere der folgenden Eigenschaften zutreffen. Also Überschreitung. Weder Quader noch Rollen für mich. Beachten Sie. So, Sperrgut national. Müssen wir mal hier gucken. National bis 2 Meter. Kostet 30 Euro, 28,99. Das müsste ja da reinpassen, oder? Der Fernseher hat 1,20 mal 80 mal 15. Länge bis 2 Meter. Gurtmaß. L plus 2 mal B plus 2 mal H. Was? Ich weiß halt nicht, ob die den so mitnehmen. Aber DHL hat ihn ja damals auch so gebracht. Naja. Ich habe noch 2 Beutel von deinem Tee. Sehr gut. Rebellion. Verwende ihn bitte. Also trinke ihn. Streamverlängerung, 10 Minuten, Discord. Danke. Danke, Silence. Danke, Sühne. Finden Sie einen passenden Preis für Ihre Sendung? 50 Euro? Sonderformat.
Paket bis 31. Kostet echt 48,98. 50 Euro, ja. Holen die das dann auch ab? Ein Paket, das als Sperrgut versendet wird, muss in einer Filiale abgegeben werden, da die Einlieferung in eine Packstation oder einen DHL-Web-Paketshop nicht möglich ist. Standorte in... Oh, da muss ich die schleppen. Da muss ich den Fernseher zu einer Paketannahmestelle schleppen. Danke für die Bilder wieder. Oder für das Bild, lieber Herr Henrik. Das holen sie dann doch nicht ab. 49,98. Da muss der Thanes bald selber zahlen, damit der Fernseher wegkommt. Schade, habe ich die nächsten Wochen nicht übrig. Danke dir für das Angebot. Verlosen Sie doch Ihren Müll wie Tobi und meine abgelaufenen Lebensmittel. Look, where the water's bubbling. How odd. Should we take a closer look? Wobei, bei mir laufen ja keine Lebensmittel ab. Die sind ja alle vorher schon aufgeflossen. Ja, also 50 Euro Versand. Also wenn ich den schon verschenke, sag ich mal, will ich das nicht auch noch zahlen. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar, Vipera. Und meld dich einfach, wenn es wieder geht. Der wird ja nicht schlecht, der steht halt hier rum. Thanes hat keine Lebensmittel im Haus. Die überleben den Weg nach Hause nicht. Ja. Ist völlig okay, ja. Alles gut. Ach Mensch. Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be here. I just know it. Was für ein schöner Baum mit ganz viele Vögels dran. Wunderschön. Merlins Bier. Hat er viel Bier getrunken? Mit Hartz IV geht halt nicht so. Ja. Verstehe ich. Verstehe ich. Ach Mensch. Nee, eine Schwester. Eine Hartz IV oder Bürgergeld-Schwester. Hast du denn noch irgendwelche anderen Ausgabegeräte, mit denen du. Da unten war es immer lang gegangen. Mit dem du irgendwie Serien oder Filme konsumieren kannst? Ich hoffe doch. Ich habe gestern den Clip nochmal angeguckt. Den hattest du ja geteilt. Ich habe so gelacht, wie der Tobi so ausrastet. Vor Freude. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the Moonstone is. Which means we're one step ahead of them. Hmm. Twitch und DVD gehen am Laptop. Okay. Immerhin etwas. Bist du nicht ganz abgeschnitten. Aber trotzdem schade, ne, mit dem Fernseher, dass er die Hof hochreißt. Rebellion. Ach Mensch. We found it. It's like staring directly at the moon. Geht ja nichts schief, oder? Ich nehme den jetzt einfach mit. Nicht jeder. Kann ja nicht jeder ein Bonzen. Dass sich jeder ein Bonzen-OLED leisten wie Sie, Herr B. Ja. Du hast dir auch ein OLED gekauft. Zeig nicht immer mit deinem Finger auf mich. Du hast dir auch so ein OLED von LG gekauft. Ja, Tönnies B. Ist ein richtiger Bonze, das stimmt nicht.
Nein. Also bitte, Herr Silings, ich zahle brav meine Steuern, Versicherungsabgaben, damit Sie vom Bürgergeld sich einen Fernseher kaufen können. Hallo Tom, grüß dich. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the Henge. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the Henge. To the Henge. Erkunden wir noch etwas. Es kann losgehen. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. Na dann, auf geht's. That's the Henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the Moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the Henge. Hast du eins in der Nähe? Bist du eigentlich in einer größeren Stadt oder? Wie Pira, sorry, falls ich zu persönliche Fragen stelle. Ja, mach das mal. Guck mal, vielleicht findet sich ja da was Passendes. Muss mein Mitbewohner allerdings fahren, weil ich die nichts liefern. Ja, dann brauchst du wieder jemanden mit einem Auto, ne? Ja. I don't think Doran would knowingly send us into danger. You're right. I suppose I'm worrying over nothing. Let's make our way down. We're nearly at the end of this. Was? Munst du, sonst wird die Milch sauer? Aus welchem Jahrhundert ist denn der Spruch? Rebellion. Wie garstig. Sagt der eine alte Mann zum anderen alten Mann. Das nicht gehen, na klar. Tom ist alt. Ja, ich How's ja auch. How's your Gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. Oh my God! I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Zeit für ihn Mittagsschlaf. How important it is to protect those who für ihn Mittagsschlaf vor allen Dingen. Zeit für ihren Mittagsschlaf. Zeit für einen Mittagsschlaf. Für. Das Doppelfür hat mich total verwirrt. Für Rentner Tane. Silings will übers Knie gelegt werden. Und eine hinten drauf. Großes, altes Mädchen. I think we can safely say we know where the Moonstone goes. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one, but two mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on High Wing or I'd never have spotted it. It was the night I... Well, the night I met High Wing, actually, I... Du wirkst zögerlich, du musst es mir nicht sagen. If you don't want to talk about it, we don't have to. I'd actually like you to know. About 5 years ago, High Wing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough.
I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. Oha. A poacher camp. I come from a family of poachers. Cool. Was? Sie kommt von einer Wildererfamilie oder stammt von ihnen ab. Wie schrecklich für dich. Merlin, I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. Du hast Erfolg. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. Ach Mensch. Hast du Angst, die Wilderer könnten dich erkennen? We were around so many poachers in the tent. Were you not worried about being recognized? Poachers are nomadic, and most of the ones in the area aren't any I'd grown up with. That said, I suspect someone must have recognized me. That's how they got to Gran. Friss. Hallo, du könntest sagen, lass es dir schmecken, aber doch nicht Friss. Los, Schwein, ich messe sie. Das sieht mir stark nach Candyfloss aus, Zuckerwatte. And it is. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Ich könnte mir den Finger abschneiden, so lecker. Ich lasse das, Professor. Ist das Tobi in Rot? Ah ja, Tobi's Rage. Wissen deine Eltern, dass du Wilderer sabotierst? Do your parents know about the things you do now? Saving that dragon from the fighting ring, for instance. We don't speak, or rather, they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there. Acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has. Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. But sadly, I suspect that wouldn't do any good. Wie war es, mit Wilderern aufzuwachsen? What was it like growing up in a family of poachers? The thing I remember most was how much we moved around, always chasing the next big kill. It was chaotic and dangerous, and nowhere a child should ever grow up. Iss mal Zuckerwatte und fahr dann 3 Runden Twister. Roche war echt grün im Gesicht. Okay, das bekam dir anscheinend nicht so gut, ne? Die Pira. Komm, hat der Trailjumper eine neue Couch? Ist der nachmittags nur noch am Pennen? I'm glad you told me. Meinst du, der liegt da gerade drauf und furzt da rein und schläft? And we've got poachers to beat. Meinst du? If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it.
We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Wir können gehen. Agreed. I'm ready to leave if you are. Ihr seht euch morgen, ne? Ihr seid beide auf Reef's the Planet. Krass, ey. Tom, in deinem Alter da noch abzappeln. Pass bloß auf, ich hoffe, der Sanitätsdienst ist immer in deiner Nähe. Ich schäme mich gerade, dass ich sowas sage. Ich lackiere mir die Fingernägel alarmrot und extra hart. Wie garstig sie sind. Es tut mir leid, Tom. Das wollte ich nicht. Das ist mir so rausgerutscht. Und hier, Leo hat's gefallen. Der lacht darüber. So, ich gehe mal kurz auf den Thron. Ich muss mal Wasser wegbringen. Ich pump dann auf der Brust rum und Trail macht Mund zu Mund, wenn Tom umkippt. Ich fahre, glaube ich, kurz bei Thanis vorbei. Leo sieht schon eher weinerlich aus. Ach wo. Gut, dass die nicht wissen, wie ich aussehe. So kann ich morgen schön inkognito bleiben. Ja, und dann immer hinter denen laufen und denen an den Arsch greifen oder irgendwie sowas. Und dann sagen, mein Name ist Vier Silings. Tschüss. Irgendwie so. Bin gleich wieder da. Wie nah kommt denn Tobi bitte bei seinen Insta-Stories an die Kamera ran? Da kann man ja jedes Nasenhaar zählen. Das macht man so nicht. In deinem Alter noch abzappeln. Danke für den Clip. Ja, danke schön. Ist nett von dir. Meine Augen. Maske bei, gehst danach auf eine Fetischparty. Ich brauche auch eine Pipi-Pause. Ich trage eh eine Maske. Was denn für eine Maske?
Tom, komm, Trail, wir ballern. Lass Thanes nen Lurk da, weil Bohne drücken und so. Ich hab noch 16k. Fortnite wollt ihr spielen, na dann viel Spaß auf jeden Fall. Boah, ey Leute, was ist mit euch verkehrt? Hier kein Spam in meinem Chat, das wird geahndet. Was halten Sie vom neuesten Bild auf Discord? Großartig, wie ich da so... ich weiß nicht. Ich bin mir nicht so sicher, wie da noch ein Bild ist vom Witcher. Wenn Sie das hier lesen, wird der Stream um 10 Minuten verlängert. Oh shit. Nein, es wird nicht verlängert. Nein. Ich habe ihn als Beweis gespeichert, den Clip. Hast du hier runtergeladen? Ey! Im Schatten des Relikts. Ja, aber sicher doch. Ich schäme mich. Ich schäme mich. Wirklich jetzt. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Tun Sie das wirklich? Eigentlich nicht. Ich hab gelogen. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, I... Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. Sebastian hört nicht auf mich. He won't listen to reason. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind. Ach, im Erinnerung-Channel ist das Bild. Hab den schon ewig gemutet, weil da nur sinnbefreite Lobby-Screenshots gespammt werden. Was sind denn Lobby-Screenshots? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich last musste... time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. Ich musste gerade meine Graka neu laden. Wie lädt man denn seine Grafikkarte neu? Was ist mit euch los? Was schreibt ihr für seltsame Sachen in den Stream? Hä? Rechner neu starten. Okay, das ergibt dann doch schon mehr Sinn für mich. Ach hier. Revelio. Accio. Revelio. Besiege die Inferi. Die sind unten wahrscheinlich. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead. In the great room. Ich mach ich nicht, nein. Herr B, drück mal Windows, Control, Shift. Nein. Bombarder! Let me enter!
Revelio. Accio. Wo muss man lang? Rechts oder links? Ich weiß es nicht. Revelio. Da ist noch eine Kiste irgendwo. Ach, diese Knochendinger. Ich erinnere mich. Oh shit. There weren't this many in Fury before. Bombarder. There's no sign of Sebastian. Oh, das war natürlich richtig gut. Glacius, Defender, Kumbringer. I was so worried about Sebastian, I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Keep me careful. Hannes, du machst ja alles kaputt. Ja, ich muss mich wehren. Ich muss um mich schlagen und Feuerbälle werfen und so. Und da gehen Sachen... Gehen halt mal Sachen kaputt. Das ist ja... Wie soll ich sagen? Es ist... Wie es ist. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. So sieht's aus, Mikrofisch. Grüß dich übrigens. Einen wunderschönen guten Tag. Wünsche ich dir. Akio. Hallo, hallo, ich blub mal zurück. Wie die Kamera aus ist, danke Tom. Ich werd halt alt, ich krieg bestimmte Sachen einfach nicht mehr mit. Muss man auch mal zustehen, zu seinem Alter.
Dankeschön. Confringo! Kommen wir nicht mehr durch? Okay. Alzheimer lässt grüßen. Na, zum Glück noch nicht. Alzheimer wäre echt krass. Das wünscht man, glaube ich, niemanden. Aber so ein bisschen Zerstreutheit und Vergessenheit, das schon. Leise rieselt der Kalk. I need to find a safe way across. Lumos. Lumos. Nicer Dicer. Es gibt Schlimmeres als Alzheimer. Findest du? Ich glaube, das ist mit einer der schlimmsten Krankheiten, wo gibt. Also wenn es um geistige Themen geht zumindest. Nicht mehr zu wissen, wer man ist, wer die anderen Menschen sind, das ist, glaube ich, echt... echt nicht schön. Adipositas finde ich schlimmer. Wow. Accio. Wingardium Leviosa. Konnte die doch irgendwie da drauf machen? Revelio. Lumos. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Rickety bone bridge complete. Confringo. Accio. Ach, guck mal einer an. Revelio. Accio. Kiste? Meine? Revelio. Ist das gelootet oder nicht? Jetzt. Accio. So. Weiter geht's. Sebastian. Why? How many are there? Oh mein Gott, richtige Stelle gekriegt. Warte mal. Stupid one.
Thales so schlank wie eine Flunder. Habt ihr jetzt eigentlich schon den Kanal mal besucht, diesen gemeinen Bot, der euch die ganze Zeit anpöbelt? Da hatte ich heute echt lustige Situationen mit. Da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Hier, der Kanal. Lasst euch von dem Hintergrundbild jetzt nicht stören, aber... Nee, das ist eine KI und da kannst du was schreiben und dann beleidigt die dich. Ist großartig. Ist echt super. Aber ich kann mal kurz die Nachrichten von der Mutti anhören, oder? Können wir machen. Was hat sie denn geschrieben? Oha. Die arme Mama. Muss die Mutter jetzt auch schon Ohrstöpsel tragen, weil sie bestimmte Töne nicht mehr verträgt? Das ist ja auch nicht schön. Ach Mensch. Ja, das Hintergrundbild, kannst auch fragen, wer das ist. Ich glaube, es ist Chantal, hat er gesagt, ist das. Revelio. Aber im Grunde musst du dich ja da mit jetzt nicht so beschäftigen. Du kannst dich ja einfach... da hängt eine Spinne an der Wand. Ich höre es doch. Ich sehe sie vor allem. Du kannst auch einfach mit ihm talken. Aber einen Hintergrund als Mädel gibt's nicht. Hallo Bibo, grüß dich. Grüß dich. Revelio. Wieso kann ich den nicht angreifen? Revelio. Komisch. Wie geht's hier, Bibo, alle Dude? These Inferi seem far from control. Confringo. Was? Dumm. You stupid. No, not. What's 9 plus 10? 21. You stupid. Revelio. Da liegt doch noch einer. Wieso ist denn der vorhin nicht aufgestanden? Hallo. Bombarda. Revelio. Alles in Ordnung, nur gerade ein bisschen stressig. Stress kann gut sein, auf Dauer kann es aber auch ungesund werden. Ich hoffe, es ist nicht zu ungesunder Stress, den du da erlebst und trotzdem bald ein schönes Wochenende hast. Warum er nicht einfach aufgestanden ist, er wollte halt nicht sterben. Aber der ist doch schon tot, ist doch ein Untoter, oder? Confringo, Glacius, Defender. Hier ist irgendwie nichts mehr. Revelio.
Schicht im Schacht. Lassen Sie mich hier einfach in Ruhe liegen. Ich möchte hier einfach nur liegen. Lassen Sie mich bitte. Sich doch zu dem Raum, wo die Spinne drin hängt. Die fällt mich doch dann von hinten an. Wie tötet man einen Toten? Die Frage wurde schon in Game of Thrones gestellt. Rebellion. Sicher nicht einfach. Da oben stand doch schon jemand, oder? Ach hier. Game of Thrones, großartig. Warum baut sich die Brücke nicht hoch? Ach hier. Unfähig, aber richtig unfähig. Richtiger Plebo. Richtig unfähig. Hey Sebastian. Wie kontrolliert er die? Warum? Das sieht doch nicht normal aus. Isn't this incredible? Sebastian, I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it, just as I can control the Inferi. Control? I had to fight the Inferi all the way. Uh-oh. What have the two of you done? Accio relic! Hat das einfach zerstört? Oh no. You'll pay for this. Oh no. But two of you have gone too far. Warum sollte man ihn angreifen? That relic is going to save Anne. Lass mich los! Oh mein Gott! Warum sind die denn jetzt alle so? Jetzt ist Schluss. Oh, ich wollte eigentlich noch mal ein paar Pflanzen mitnehmen. Let me also!
Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie schwer ist der denn? Esse ich in einer Stunde, wenn ich mit dem Kampf fertig bin. Geh mir doch nicht auf den Sack. Hat er einen blauen Schild und ich sehe den nicht, oder was ist da los? Suffer. The Vada Kedavra!
Ich esse die Bohnen gleich. Sie fetzt alle weg. Artefakt ist kaputt, das Buch hat sie verbrannt. Oh, Anne. What have you done? Warum sie? Du hast ja gerade jemanden umgebracht, du Assi. I must get out of here. I can't let him leave. Ending, sorry, da wollten wir natürlich nicht hin. Wir wollen erstmal eine Bohne futtern. Bitte lass es eine gute sein. Gras, oder? Sieht aus wie Gras. Gras. Geil. Ich sollte mehr Gras essen. Ja, krass. Er hat seinen Onkel umgebracht. Köstlicher Wiesenrand. War das sein Onkel, oder? Ja, natürlich ist es verboten. Das ist eine der drei verbotenen Flüche. Ja. Und er hat, wie soll ich sagen, sein Onkel wollte verhindern, dass er dieses Artefakt nutzt, um wie Isidora damals den Schmerz aus Anne rauszuziehen. Und das ist, glaube ich, etwas eskaliert gerade. Sebastian, wait! Bleib doch mal stehen, wir müssen reden. Du Mörder. Stop, Sebastian. Hold on. What is it? What is it? Hallo? Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us, not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. Na you klar. Know I did. If I hadn't known how to cast it. Niemand sollte diesen Fluch kennen. You went too far, Sebastian. I can't think right now. I need to leave. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later, at the Undercroft, all right? Du bist nicht du selbst, wenn du Hunger hast. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Wenn man nicht mehr selbst ist, wer ist man dann? Na, jemand anders. Aber auf jeden Fall nicht man selbst. Also man ist dann... Ja, jemand anders. So, ich lasse euch hier mal die Aussichten. Geh noch mal ganz ich selbst. Werde jetzt mal kurz aufs Scheißhaus verschwinden und mal kurz pullern. Tee drückt. Danke, danke fürs Klo. Handy und Haare nicht vergessen. Bis gleich. Ach krass, das sehe ich ja jetzt auch erst. 999 Mal auf Klo gewesen. Heftig. 540 Mal die Frisur gerichtet und schon 989 Mal aufs Handy geguckt. Ja krass. Nicht schlecht, nicht schlecht. So oft und von den 999 Mal hast du bestimmt 970 Mal das ausgelöst. Mindestens. Da musste Thanis direkt nochmal, damit er 1000 auf dem Scheißhaus war. Na, die 1000 macht man im Zweifelsfall morgen voll. An einem Samstagstream. Tausendmal auf Klo gewesen. So, wir gehen mal in die... Erstmal gehen wir hier hin und sammeln mal ein paar Pflanzen. Ach, bis 18 Uhr ist noch viel Zeit, das stimmt allerdings. Stimmt allerdings. Und das Recht haben. Vielleicht muss ich ja doch nochmal. Freue mich, dich morgen am Brandenburger Tor zu sehen. Ich und am Brandenburger Tor. Zur Rave the Planet. Sicher. Wovon träumst du nachts? Ich will das, glaube ich, gar nicht wissen, aber... Herr B., ich empfehle Ihnen, weiter Beete zu errichten und Düngungsmaschinen. Sie benötigen dringend mehr wehrhafte Kohlköpfe. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. So. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say.
Jetzt habe dich doch nicht so, kannst doch nicht in 30 Jahren im Sterbebett sagen, ach, war das toll, als ich immer alleine zu Hause gehockt habe, während andere Spaß hatten. Na klar kann ich das machen, außerdem ist da niemand, wenn ich mal einen Löffel abgebe. Bei Louis Dufiné waren die Kohlköpfe sehr stark, ja, das stimmt. Das stimmt. Super Film hat er gemacht. You receive my owl. Also hat er mitgespielt. Ranrock has the last of Bragbo's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliterated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Wir sind bestimmt auch in einem ähnlichen Alter, Mikrofisch, oder? Ich bin 78 geboren. Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Ähnlich. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. Mr. Idlebot scheint auch schon etwas älter zu sein. Mr. Idlebot? Meinst du jetzt den anderen Stream, den ich euch empfohlen habe? Oder ist das schon wieder ein anderes Thema? Oh. Tut weh. Oh, ich bin ein bisschen müde. Habt ihr was verstanden, was ich gesagt habe? Ja, ne? Klimpim hier mal verkaufen gehen. Man muss nicht immer alles verstehen. Ja, Heike, ich weiß auch nicht. Ich bin heute um 7:30 wach geworden. Oder sogar schon um 5:45. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber relativ früh.
Und jetzt habe ich gerade so ein bisschen, verspüre ich so innen drin so ein bisschen Müdigkeit. Deswegen gähne ich. Gähne ich euch einfach so unverhohlen ins Gesicht. Ich schäme mich dafür. Rentner meldet sich. So, ich werde mal kurz nach Hogsmeade gehen und ein paar Sachen verkaufen. Ist auch noch eine Nebenquest, super. Das sind, glaube ich, einige Nebenquests noch. Mittagsschlaf ist toll, man bekommt 2 Tage zum Preis von einem. 2 Tage zum Preis von einem? Is everything all right? Bless you. Oh, thank you for asking. I'm Betty. Betty Bugbrook. And no, everything is not all right. It's my dear friend Hazel. She's in trouble. Hazel? Yes. Oh, she's a unicorn. Known her for years. She doesn't like to leave the forest, so I visit her once a week to brush out her mane and bring her some treats. Her coat is... glorious. Well, the last time I saw her, we were violently attacked by a pack of wolves. Einhorn? Loyal friend that she is, leapt in front to protect me, and in the process, I fear she may have been injured. I'm sorry to hear that. I want to help her, but she seems to have gone into hiding. Out of fear, I'd imagine. I know you Hogwarts students learn a fair bit about caring for beasts. Perhaps you could find my unicorn friend and get her somewhere safe, so that she can heal. Ja. Wie sind sie zu Freundinnen geworden? Stell deine Fragen ruhig. How did you become so close with the unicorn? It was luck, truly. I came across her when she was a little golden foal. Didn't even have a horn yet. Oh, she trusted me straight away. We'd play together for hours. Oh. I do hope she'll be all right. Unicorn hair is a valuable wand core, and I suppose losing a hair or two mightn't hurt her. But I'm terrified those poachers will want her for her blood to keep themselves alive. And that is more than I can bear to think of. Dann müssen wir ihr helfen. I'll keep an eye out for your unicorn friend and take her to safety if I see her. Oh, you've a good soul. I can always tell. Please, don't risk your own safety, though. Safety. I don't know precisely where she is, but I can tell you that her den is north of Hogsmeade. And although I haven't been able to brush her lately, I imagine she still has the brightest, most beautiful coat of her entire herd. Das einzigartige Einhorn. You'll know her by her brilliant coat. And be warned, she's a stubborn girl. She may need some convincing to come with you. I need to look for a unicorn with a beautiful bright coat. Oh, falscher Knopf. Frauen und ihre Einhörner. Oha. Oha. Glaub, du bist ein Schwein. Oh, Kamera, sorry. So, ich wollte aber eigentlich Sachen verkaufen gehen hier, ne? Mondstein des Gelehrten. Den Satz wollte ich schon immer mal sagen. Irgendwo da ist ein Einhorn. Okay, wir verkaufen erstmal Zeugs. Hier im Zuckerladen müssten die mir doch auch was abkaufen, oder? Butterflies were attracted to treasure. Oh. Must have missed that one in beasts. Oh, no, no, no.
fressen wir uns einmal durch den ganzen Laden hier wieder. Und zahlen nicht einen Geld. Mundraub maximal, aber das sind ja alles Kostproben, die man ausprobieren darf. Nur noch ein paar Cupcakes, Kuchen, noch mehr Kuchen. Verfressen, aber richtig. Ist wie im echten Leben. Nur ein paar. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. So, ist hier oben irgendwo ein Händler? Ja, wir können hier beim Schnabel und Brot was verkaufen, oder? Wo geht's denn hier rein? Vorne. Vorns. Come in! Sorry if there's a smell. New batch of toad hide. Oh, die kauft die Klamotten nicht. Scheiße. Schade, I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Thank you. Ah, habe ich vielleicht Tiere dabei, die ich verticken kann? Ach nee, sonst hätte es ja angezeigt. Ich letztens schon alle verkauft. Wo ist denn jetzt hier mal ein Laden, wo man mal vielleicht hier in der Schneiderei? Nee, das ist doch Friseur. Das ist gar keine Schneiderei. Come on in, come on in. Don't be shy. Nee, ich will you verkaufen. Can stop by anytime. Oh. Oh, was ist denn hier? Besenknecht Sonntagsstart. Was kann man da denn verkaufen? Oh, die trinkt Tee. Haben sie auch einen für mich? Ach hier. Ja. Der müsste abkurven. No touching if you have sticky fingers. I don't have sticky fingers. I've heard that our dear Clementine drew you into her butterfly escapades. Unusual girl. Still, it takes all sorts. Her mit deine Geld. Her mit die Kröten. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by. Yes. I have a fashion eye. I need to look for a unicorn with a beautifully bright coat. It sounds as if she's in trouble. Entschuldigung, ich laufe hier. A castle must have been quite stately in its time.
ever meet, he's likely studied her. Oh mein Gott. Wie Dustin Hoffman und I'm waiting here. Oh, die Referenz kann ich leider gerade nicht zuordnen. Sorry. Hazel must be here somewhere. Revelio. Come on, Hazel. Hier sind Einhörner. Kann ich Einhörner auch einfangen? Die sind ganz schön schnell. Die Einhörners. Revelio. Revelio. It's been ages since I found it worth poaching near Crancroft. Finde und rette das. Rette Hazel das Einhorn. Rain Man, oh mein Gott, den habe ich in der Tat nicht mehr in Erinnerung. Also ich weiß, dass es den Film gibt, ich kenne den Titel, aber das war es dann auch schon. Asphalt Cowboy, ja, what? I don't know. Das Einhorn ist ein scheues und schönes Pferd, das ein Horn auf dem Kopf trägt. Die Fohlen sollen ein golden schimmerndes Fell haben. Da bin ich raus. Bei Renmen. Revelio. Hier lang führt der Weg und dann. Was flattert denn hier mir die Ohren weg? Das sind keine Pegasi. Wir drehen uns im Kreis. What the hell? I'll look after you. Ich habe ein Einhorn gefangen. Revelio. Meine Nachbarn so, was ist mit dem los? Wir müssen die Polizei rufen, der dreht völlig durch. Irgendwie sowas. Pegasi, sehr guter Plural. P-
Plural, Plural vor allen Dingen. Pegasusse. Pegasusse. Nach deinem Stream muss ich einkaufen gehen. Mein Tabak ist fast alle. Sprechen fällt manchmal schwer. Ja, wir machen noch 40 Minuten. In 40 Minuten bin ich sozusagen für heute durch. Ja. Wo gehst du denn den Tabak holen? An der Tanke oder in den Supermarkt? Oder gehst du in einen extra Tabakladen? So wirklich so Tabakfachhandel, Zigarettenladen. Oh, das sind Zentauren. Oha. Hetzel. Hetzel. Where are you? Lidl und Penny. Sehr gut. Sehr gut. Was meinst du, was meine Nachbarn denken? Der eine Streamer schreit rum, Hurensohn. Dann du, ich habe ein Einhorn gefangen. Ja gut, der Mix macht's, ne? Also, oder auch nicht. Eine Spinne am Start, oder? Vielleicht wurde Hetzel von Spinnen gefangen. Penny ist dann gleich ein Spaziergang, Lidl ist praktisch vor der Haustür. Ja, je nachdem wie viel oder wie wenig Bewegung man möchte, ne? Ja, das ist ja super. Das klingt doch gut. Sieh da. Aber warum ist ein Einhorn jetzt besser, ein besseres magisches Tier als eine Spinne in Menschengröße? Ich weiß es nicht. Weil die so scheu sind vielleicht. Ist das Hesel? Maybe Hesel? Hesel das Einhorn! Nein! No. I'm only trying to help. Hesel, bleib hier. Oh, so kriege ich das nie. Es rennt ja immer weg. Und schön rein in die Gegner wahrscheinlich. Oh, wie sollst du das denn kriegen? Hesel Brugger, endlich sehen wir uns mal. Wer ist denn jetzt schon wieder Hesel Brugger? Wusste gar nicht, dass Vipera eine Rocherin ist. Lidl hat immer so Tabak in Dosen. Revelio. Da hinten ist Hesel. Thank you.
Oh, wo stecke ich denn jetzt schon da fest? Revelio. Leviosa. Schnell! Oh, nee. I mean you no harm. Yes! I can take Hazel back to a vivarium now. I should let Madame Bugbrook know she's safe. Aber Hazel muss meine Gebärmaschine werden für die Einhorn-Nachkommen. Hm. Na gut, ich gebe sie ab. Hazel Brugger ist eine bekannte schweizerische Kabarettistin. Ah ja, wusste ich nicht. Koffein und Nikotin sind noch bei meinen Grundnahrungsmitteln. Sehr schön. Sehr schön. Hallo Matze, ich grüße dich. Einen wunderschönen Freitagabend wünsche ich dir. Hier voll die rote Backe habe ich hier schon wieder. Dabei hat mir gar keiner in die gescheuert. Die Frau ist klasse. Soll ich die mal googeln kurz? Hazel Brugger. Stand-up-Comedian und Moderatorin. Gebürtige US-Amerikanerin, wuchs in der Nähe von Zürich auf und lebt und arbeitet heute in Zürich. Mhm. Aus San Diego, Kalifornien. Sie ist mit Thomas Spitzer zusammen. Interessant. Oh, ich darf nicht weiterfliegen, muss landen. So, dann geben wir mal das Einhorn ab. Ravioli-Spiel. Revelio. Ja, heute noch bis 18 Uhr und morgen dann den Rest. Also ich denke mal, wir sollten morgen das Spiel durchschaffen. Bin recht zuversichtlich. Man kennt sie aus der Heute-Show. Ah, ja, die gucke ich leider zu selten. Die gucke ich meistens nur, wenn ich bei der Mutti auf Rügen bin. Dann gucken wir die zusammen. Aber zu Heme gucke ich die heute Show viel, viel, viel zu selten. Did you find my point? Madame Bugbrook, I found your unicorn friend Hazel. Oh, what a relief! Ooh. Is she all right? Are you all right? Do you have a safe place for her to stay? Was? Uns geht es gut, ja. Und ja, gegen eine Gebühr, wow. Uns geht es gut. Und ja, habe ich. We're both fine. And I have a safe place for her at Hogwarts. You've a kind heart, you do. I'm relieved and thankful that you'll take care of her. I shall miss my sweet pointy pony, but I know she's safer away from the poachers. Do pointy give her a nice brushing pony for me, won't you? Jetzt habe ich einen jungen... Take good care of Hazel now. Jungen Einhorn und ein Mädchen Einhorn. Und dann kann ich... aus dem Jungen und dem Mädchen Einhorn Katze ganz viele Kinder Einhörner machen. Dann gehen wir nämlich mal in unseren Raum der Wünsche und werden die Einhörner da in, ich glaube, mit zum Phönix setzen, oder? Ich will nicht prallen. Ich will ja nur aufheben. Ja, damit. Der Phönix wohnt irgendwie, wohnt hier oben, ne? Ja, da. Am besten noch zwei Pegasi für Zuchtexperimente fangen. Ich weiß gar nicht, gibt es in dem Spiel den Pegasus als Tierwesen? Sorry, die Kabarettistin kenne ich nicht. Schaue schon länger nicht mehr Fernsehen.
Ich gucke in der Regel auch kein Fernsehen. Entschuldigung. Sondern eher so Netflix und Co. Passen die Einhörner zu den Knitzeln? Wie süß ist er denn? Was für ein Riesengesicht hast du? Bis gleich. Ja, ich würde sagen, hier passen Einhörner hin. Oh, guckt es euch an. Wie cool. Und da ist der Phönix. Oh, ist die schön, die Musik. Ist im Netz ganz viel zu finden, braucht man kein TV. Genau. Kann man dann gezielt abrufen. Heute Show. Oder von ihr bestimmt irgendwie. The Last Unicorn, I'm Alive. Och, was für ein schöner Film. So. Wie es da liegt und schläft. Ob das eine artgerechte Haltung ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber sie sind zumindest sicher hier vor den Wilderern. Na guck mal, hier ist schon ein bisschen... Kann ich hier fliegen? Nee. Hier ist schon so ein bisschen Platz. Aber könnte mehr sein, ne? Stimmt schon. Können, glaube ich, auch hier durch. Hier ist ja noch eine Kiste. Rebellion. Könnte mehr Platz sein, aber könnte auch bedeutend weniger Platz sein. Rebellion.
Silence gepennt? Hat er die Bohne gar nicht eingelöst? Ne, irgendwie nicht. Wahrscheinlich ist er Mittagsschlaf machen. Hat er gedöst? Schätze ich mal. Hat er gepennt? Hahaha. Gut für mich. Weniger Bohnen futtern. Quatsch. Der hat sich das schönste Foto von dir geschnappt und ist jetzt Fappen. Warum lese ich eigentlich die Sachen immer vor? Ich muss mir merken, bei bestimmten Leuten muss ich das vorsondieren, bevor mir sowas wie eben wieder passiert. Muss ich echt aufpassen. Bitte was? Ich habe keine Ahnung, Matze, wovon er redet. Aber es kann nichts Gutes sein. Revelio. I've always said that travel. Mal auf die Tür. Zwischen mir bei Jedi Survivor hier. Die Ladezeiten. Anchor-Anchorman, der musste... Was? Anchorman, der musste auch immer alles vom Teleprompter lesen. Oh mein Gott. Habe ich, glaube ich, den zweiten Mal gesehen. Den ersten kenne ich noch nicht, aber ich mag den Schauspieler ganz gern. Ladezeiten von der PS5, richtig Next-Gen. Ach komm schon. Jetzt sei doch nicht so. Ach so. Der Sühne ist halt ein Schmutzfing. Das muss man, darf man nicht vergessen. Der ist halt ein schmutziger Fink. She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Ach wo, Mikrofisch. Nee, nee, das hast du falsch gehört. Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? Du hast ihn gekillt. I didn't mean it. I didn't mean to... Doch. Oh, Anne, I was only trying to help. Du meinst es, wenn du den Spruch sagst. Now. Anne needs me more than ever. Denn you understand. Sonst funktioniert er nicht. You can talk to Ominous. Make him understand. He nee. Listens to you. Nee. I need to be with Anne. Ich bin nicht sicher. I don't know what to do, Sebastian. You don't know. You do know. Anne has no one. I regret everything I did. I know what I did was wrong. I only hope she can forgive me. That everyone can forgive me. Du hast den Onkel gekillt. No matter what happens from here, I'm glad we met. Oh, Sebastian. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. Ja, ich glaube, so wurde es zumindest erklärt. Diesen Todesfluch, der wird nur ausgelöst, wenn du den anderen wirklich tot sehen willst. Und in dem Moment war ja Sebastian anscheinend sehr fuchtig und wütend. Aber er hat eben gesagt, er hat das nicht so gemeint und...
Das war so mein Aufhänger, weil ich glaube, der Todesfluch kann nicht funktionieren, wenn du das nur aus Spaß sagst. Aber das ist wie immer, glaube ich, ziemlich großartiges Laienwissen oder Annahmen ohne irgendeine Bestätigung, dass es wirklich so ist. Todesfluch und ich sind Best Buddy, funktioniert nur leider IRL nicht. Hast du schon ausprobiert, Sühne? Wir dürfen Sebastian nicht verraten. Wir sollten Sebastian ausliefern. Nee. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health. Now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. Revelio! Ach Mensch, was für eine verzwickte Situation. Sebastian hat gelauscht. Umsonst hätte der ja nicht noch gestanden. Prüfung machen wir morgen. Schließt die letzte Prüfung der Hüter ab. Das machen wir auf jeden Fall morgen. Ja, und dann spielen wir morgen so lange, bis das Spiel durch ist. So sieht es nämlich aus. Frage, kann man im Spiel rumrennen und alle Katzen und so weiter mit Avada Kedavra? Oha. Ich glaube, man kann die Katzen. Kann man die angreifen? Ich glaube nicht. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Es gab aber schon andere, die die Idee hatten. Und es gibt, glaube ich, so Videos, wo die Katze einfach dann zurückzaubert. Und ich weiß gar nicht, was sie dir da auf den Sack gibt, aber. Kann man seine Mitschüler weg, Ave Kadaver dingsen? Bestimmt, oder? Vielleicht weiß der Johnny da mehr. Was denn, Johnny? Warum? Oha. Weil ich jetzt eine Ansage gemacht habe. Habe ich eine Ansage gemacht wegen morgen? Ja, ne? So, wo sind mir die. Ah. Bürsten. 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 Und nochmal Bürsten. Ja, ist halt mein Wunsch, morgen dann das Spiel zu beenden. Das würde auch wieder zu meiner Zwanghaftigkeit passen, weil morgen ist dann Stream 30. Muss man sich mal vorstellen, wir spielen das Spiel jetzt schon seit 29 Streams. Immer am Wochenende. Und ich denke, wir haben sehr viel. Nicht alles. Bestimmt nicht mal die Hälfte der Welt, aber schon ein bisschen was gesehen. Und es ist Zeit. Revelio. Es ist Zeit, mit Hogwarts abzuschließen.
Futter. Alle versorgt, ja. Kommen Sie, Herr B., einmal noch auf Toilette für die 1000. Aber ich muss gerade nicht. Ich kann doch jetzt nicht fake pinkeln gehen. Dann ist der ganze Timer für umsonst gewesen, wenn das beschummeln ist. Hier ist auch noch eine Kiste. Uiui. Uiuiui. Machen Sie doch eh die ganze Zeit. Ach wo. Die 1000 für morgen ist doch auch schön. Samstag der Stream des 1000 Klogangs. Was? Das wäre eine gute Einleitung per Erzählstimme zum letzten Film gewesen. Wir haben viel gesehen, aber noch nicht einmal die Hälfte dieser Welt. Und nun ist es an der Zeit, mit Hogwarts abzuschließen. Na, ist ja wirklich so. Also wenn man sich die Karte mal anschaut, die ist ja riesig. Und wir haben zwar jetzt schon mehr oder weniger alles aufgedeckt, aber hier gibt es noch ganz viele Merlin Trials. Hier gibt es noch eine Nebenquest. Hier gibt es noch Nebenquests und da auch. Und es gibt ganz viele noch von diesen magischen Orten. Davon habe ich vielleicht ein oder zwei aufgesucht bisher. Auch noch eine Nebenquest. Also da ist eigentlich noch ordentlich Material, ja, um das zu komplettieren. Aber ich denke, mit 30 Streams morgen und 120 Stunden Streamzeit kann man schon mal sagen, so, wir kommen langsam aber sicher zu einem Ende. Und ganz wichtig nochmal, morgen gibt es keinen Jedi Survivor, sondern morgen spielen wir, wie gesagt, Hogwarts. Und wenn wir es morgen immer noch nicht schaffen, dann müssen wir Sonntag auch nochmal Hogwarts spielen. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Morgen 24 Stunden? Nee, komm. Ich um 24 Stunden, ich gebe da schon nach 12 Stunden vom Stuhl. Na dann 12. Nein. Ich guck mal. 4 Stunden sind eigentlich für morgen geplant. Vielleicht braucht es ja 6. Vielleicht auch 8, aber 12 mache ich nicht. Nee. Nee. Caligo. Wolkenschwinge, du stehst im Weg. Ich kann hier nicht looten. Heute bis 18 Uhr, genau. So sieht's aus. Wirken sie die Pulse auf Wolkenschwinge? Nein. Warum? Was passiert dann? Fällt sie bestimmt tot um. Ah.
Oh, das Ansteuern ist manchmal etwas schwierig in dem Spiel. Ja, Cookie hat noch was abzugeben und die Brut auch. Dann verschwindet sie aus dem Interaktionsradius. Ah, so, das meinst du, die Pulse, damit sie sozusagen Platz macht, dass ich da looten kann. Ah. Wo sind das? Da hinten müsste ja Cookie sein, der hier. Aber wo ist denn der? Der hier. Der Brut. Ah, da hinten. Der Brut. Bruti. Oder wie Tobi immer sagt, Bruto. So. Was machst du später noch? Ich werde erstmal Abendbrot essen und dann überlege ich, ob ich noch Serien gucke oder Film. Oder beides. Ich weiß es noch nicht genau. Was machst du später noch? Hast du schon Pläne? Dann verschwindet sie aus... Achso, das hast du schon gelesen. Revelio. Und dann die nächste Eispackung verschlingen. Und dann zweites Abendbrot. Drittes und viertes kommt gegen 9 und 11. Also dann gehen wir noch in das erste Biom, das allererste Biom, was man im Spiel hatte. Oh nein! Wieso denn? Eat you pig! Das sieht nach Kirsche aus, oder? Gibt es überhaupt Kirsche? Ich weiß es gar nicht. Was ist denn rot? Sebi the Pig. Zimt. Lecker. Ani will hier gestreichelt werden. Zack. Hier ist ein kleiner Niffler, der braucht Essen. Bitteschön. Was denn? Warum lachen sie? Ach so. Hm. Wenn ich wieder nichts mitkriege. Immer das Zurückschalten von Spiel zu Talk und wieder zu... ich denke nicht dran. Ich glaube, du musst in Rente. Ja, ich glaube auch, dass ich in Rente muss. Wird langsam Zeit. Das glaube ich auch, wenn der Kopf nicht mehr fit ist. Setz einen Hut auf. Vielleicht wird es dann ja besser. Ach, hier ist noch jemand, der muss gestreichelt werden. Ach, nicht gefüttert. Ah, war richtig, ich wollte schon sagen, gefüttert. Zum Glück das Richtige gedrückt. Aniri, wo bist du? Aniri muss noch hier versorgt werden. Aha, da hinten kriegt sie rum. Mhm. Ganz schön gut getarnt.
Aniri, bleib stehen. Bürste. Na, ich hoffe, Sie vergessen morgen nicht den Stream zu starten, nicht den Stream starten Button zu drücken. Das ist mir noch nicht passiert. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich meine, mir ist es ja auch schon passiert, beim täglichen Vlog aufnehmen einfach zu streamen, anstatt es aufzunehmen. Alles schon passiert, ne? Was willst du machen? Irgendwann bist du halt neben der Spur, nicht mehr auf der Spur. So, dann werden wir mal speichern. Spiel speichern. So. 2.7. 7.7. Ungewöhnlich, ungewöhnlich. 82 Stunden haben wir angeblich nur. Wenn man sich mal überlegt, dass Twitch-Tracker sagt, ich habe dieses Spiel über 100 Stunden gestreamt. Ich gucke kurz nach. So, was sagt denn Twitch-Tracker? Sagt 106 Stunden. 106 Stunden Streamzeit. 29 Streams, morgen kommt die 30. Und im Spiel hatten wir eben 82. Das sind ja vier. Warte mal. Nee. 24 Stunden? Nee. Ich kann ja nicht 24 Stunden verquatscht haben. Warte mal, 82 und 106. 102 sind 20. 24, einen Tag verquatscht? Da sieht man, wie viele Stunden du laberst. Nee, oder? Dann labern sie so 4 Stunden ins Nichts, beantworten Fragen, die niemand gestellt hat und essen Bohnen, die niemand bezahlt hat. Ich habe 24 Stunden verquatscht von 106. Das ist ja fast ein Viertel. Aber wir haben auch viel gelesen, ja, wir haben auch viel Text gelesen und so. Jetzt weißt du wie es uns geht, wenn wir hier zuschauen. Naja, ehrlich gesagt, überrascht bin ich gar nicht mehr. Nee. Naja. Es war mir wie immer ein Fest, eine Freude, ein wunderschöner Stream. Aber leider muss dieser Stream nun zu Ende gehen. Es ist fast 18 Uhr, es ist Freitag. Heute ist der 7.7. Dieses Wochenende ist TwitchCon in Paris. Ronny Berger und seine Crew und der Hitch, die haben es geschafft. Ronny Berger ist ja auf einen Freedom hingefahren. Der Hitch ist gehitchhiked. Der ist ja mit dem Rad irgendwie nach Norwegen hoch und dann von dort oben wieder runter getrampt. War schon cool. Und wir haben viel im Pausenmenü verbracht, weil ihr Hirn Reizüberflutung hatte. Ja. Ja, das stimmt schon, aber 24 Stunden ist halt echt heftig. Das ist schon echt viel Gelaber. Wer gibt uns die Zeit zurück? Ich nicht. Schon wieder vorbei, wow. Ja, 3 Stunden sind schnell vergangen. Wir haben 15 Uhr angefangen, jetzt ist es gleich 18 Uhr. Wir sehen uns morgen wieder. Wir spielen morgen Hogwarts in Stream Nummer 30 und mein Ziel ist es, Hogwarts morgen zu beenden, morgen durchzuspielen. Den Abspann sozusagen zu sehen. Mal schauen, ob es mir gelingen wird. Wenn nicht, müssen wir vielleicht Stream 31 noch aufmachen und am Sonntag weitermachen, aber ich schätze mal, das schaffe ich morgen schon irgendwie. Streamverlängerung wie besprochen. Nein, nein, nein. Ich hoffe, Sie werden morgen von Enno belästigt in Berlin. Ich stream morgen Hogwarts. Ich gehe gar nicht an die Tür. Sie sollten die Bohnen günstiger machen zur Entschädigung. Nein, ich müsste die eigentlich teurer machen. Da kriege ich gleich wieder von Johnny auf den Sack. Es ist viel zu günstig. Du musst da mehr nehmen. Okay, dann gibt es keine Antwort auf die Frage. Ja,
wer euch die Zeit zurückgibt, keine Ahnung. Vielleicht findet sich ja jemand, aber insgeheim befürchte ich, dass man Zeit gar nicht zurückgeben kann. Aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Wunderschöne Flammen tanzen da. Das, so sieht das morgen aus, wenn sie bei der Love Parade / Rave the Planet unterwegs sind. Ich habe immerhin schon 20 von 46 Trophäen in Hogwarts. Und irgendwo müsste noch stehen, wie viel Prozent ich eigentlich vom Spiel durch habe. Das Dark Arts Paket kostet 20 Euro für so ein blödes Kostüm. Ich weiß sogar, wer das gekauft hat, dieses Dark Arts Paket. Ich nicht. 88% Spielfortschritt und 84 Stunden Spielzeit. Nicht schlecht. PS5 ausschalten. Oh, meine Augen. Leute. Das geht so nicht. Ihr müsst mich gut behandeln, damit ich noch lange kicken kann. Damit ich noch lange hier Games zocken kann. Thanes ist einer der grauen Herren aus Momo. Sieht die Zeit von uns. Ah. Du bist so ein grauer Mann wie in Momo. Klaust die Zeit von armen Leuten. Was? Momo. Roman. Momo ist ein kleines Mädchen mit einem dunklen Lockenkopf, der noch nie einen Kamm gesehen hat. Ist es, wovon ihr sprecht? Nicht Momo. Momo. Gibt es einen Film? Von 86, ein Fantasy-Film. Wird von Straßenkehrer Beppo in einem alten Amphitheater gefunden. Das ist eine deutsche Produktion. Okay, krass. Mit Mario Adorf. Kenn ich nicht. Wann ist denn der rausgekommen? 86. 10 Jahre war ich da alt. Aber ich war ja ein Ossi-Kind. Kann ich gar nicht kennen. Ey, Herr Sohne, grüß dich. Momo, ja, gib Film. Sie Omo, was? Sohne, ich habe eine Mail geschickt an deinen zukünftigen Vermieter. Mal gucken, ob der sich zurückmeldet. Ich will mal hinfahren, mir eine Wohnung angucken. Aber ich habe ihm gleich gesagt, ich bin eine Einzelperson und bitte sagen Sie im Vorfeld, ob Sie an eine Person eine Dreizimmerwohnung vermieten oder nicht. Im Osten gab es keinen Momo, das stimmt. Slut, was? Slot. Ah, Cooldown. Momo kenne ich auch nicht, aber man vergleicht mich da mit einem grauhaarigen Mann, der anderen die Zeit klaut. Dreizimmerwohnung für dich alleine, alte Bonze. Ja, ich brauche ein Arbeitszimmer. Ja, also ich habe gestern eine Mail geschickt und habe ihm geschrieben, dass ich 13 Jahre jetzt schon hier wohne und eine neue Wohnung suche. Und das ist ja nicht so weit weg von der Arbeit, nicht so weit weg im Vergleich zu jetzt. Ist es sehr weit weg, aber egal. Und ich Interesse hätte an einer Dreizimmerwohnung und es eilt aber nicht. Ist jetzt nicht so, dass ich das in der nächsten Woche oder im nächsten Monat haben muss. Und ob die sich grundsätzlich vorstellen könnten, eine Einzelperson eine Dreizimmerwohnung überhaupt zu vermieten oder ob sie da eher sagen, nee, sie wollen da lieber zwei Leute drin haben, was ich natürlich auch verstehen kann. Ne? Gucken wir mal. Wenn nicht, ziehe ich bei euch ein. Gut, ich wünsche euch was. Vielen lieben Dank fürs Dasein. Habt noch einen wunderschönen Freitag, ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns morgen um 12 Uhr mittags. Und dann schauen wir mal, ob wir 16 Uhr den Abspann gucken oder eher 18 Uhr oder 20 Uhr. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. Wir ziehen das morgen durch. Adios. Au revoir. Goodbye. Vielen lieben Dank nochmal für die ganzen Bohnen, die ich futtern durfte. Und vielen lieben Dank für eure Zeit. Viel Spaß beim Verwesen.
Dankeschön werde ich haben. Ich lasse ab und zu auch mal so Verwesungsdämpfe ab in Form von Furzen und Rülpsen. Das ist aber, glaube ich, ganz normal. Danke für den Stream, war unterhaltsam. Danke fürs Dabeisein, Mikrofisch. Dir auch, Herr Sohne. Schönes Wochenende. Tschüss, Hendrik. Tschüss, Sühne. Tschüss, Bipera. Tschüss, Silence. Und tschüss, Johnny. Warum haust du mich? Die sind ja immer noch so billig. Ja, es tut mir leid. Ich glaube, wir werden das auch in Hogwarts nicht mehr schaffen, die Bohnen teurer zu machen. Hören Sie auf, mich zu schlagen. Ich muss weg. Tschüss. Bis dann.